Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum University Future Festival 2023. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in Berlin im Kindl Zentrum für zeitgenössische Kunst. Und ich begrüße auch Sie im Büro, zu Hause, die uns jetzt digital zugeschaltet sind oder in der Uni, im Café, auf einer Wiese, im Campingbus, auf dem Schiff, auf einer Wiese, in der Badewanne, wo auch immer Sie jetzt sind, um sich auf diese drei hoffentlich spannenden und inspirierenden Tage einzustellen. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Nina Lindler. Ich bin freiberufliche Journalistin und Moderatorin aus Köln und ich freue mich wirklich sehr, dass ich jetzt drei Tage hier die Ehre habe, durch das Programm der Mainstage in Berlin zu führen. Ja, einmal im Jahr ist das Festival hier der Ort, die Zeit, wo man zusammenkommt und sich austauscht über das Thema Innovation und Digitalisierung der Hochschulen. Es ist so die Zeit, wo die Community zusammenkommt, die sich mit dem Thema befasst. Und man will sich gemeinsam vernetzen, um gemeinsam Innovationen zu gestalten. Denn es geht ja um nichts Geringeres als um die Zukunft. Um die Zukunft in 2 Jahren, um die Zukunft in 10 Jahren, in 20 Jahren, vielleicht sogar noch weiter hinaus. Und deswegen steht das Festival auch unter dem Motto Heads Up. Und da möchte ich gern kurz eine Geschichte erzählen. Ich hatte nämlich Dreharbeiten letzte Woche bei einer Baseballmannschaft und musste da immer sehr lachen, weil ständig gerufen wurde, Heads up, Heads up, weil da einfach wahnsinnig viele dieser unglaublich schnellen, harten Bälle durch die Gegend flogen. Ich glaube, das war der gefährlichste Dreh meines Lebens. Ich musste also ständig den Kopf heben, damit ich nicht erschlagen werde. Und ich hoffe, dass das hier ein bisschen anders ist, dass wir durchaus auch den Kopf heben, aber nicht, weil da irgendwas Gefährliches rumschwebt, sondern weil da einfach so irrsinnig viel Spannendes zu entdecken ist. Und dass da eine ganze Menge Bälle in der Luft sind, das zeigen, glaube ich, auch die Zahlen. Ich habe es nochmal nachgelesen, 620 Einreichungen gab es dieses Jahr für das Festival. Das Programm speist sich ja zu einem ganz großen Teil aus Einreichungen für Keynotes, Workshops, Mikrofortbildungen und so weiter. Und zum Vergleich, beim ersten Mal waren es 180 Einreichungen, beim zweiten Mal 380. Also ich glaube, diese Zahlen, die zeigen tatsächlich deutlich, dass das Format sich etabliert hat und an Bedeutung gewonnen hat. Ja, und in diesem Jahr wird da tatsächlich ein neues Format ausprobiert. Es ist ein hybrides Format. Und was ich wirklich spannend finde, es gibt nicht nur hier die Berliner Mainstage, also digital kann man es vollumfänglich erleben, aber es gibt eben Präsenzstages wie diese hier in Berlin und eine in Bochum, da schicke ich auch noch einen lieben Gruß hin, und noch eine Stage in Heilbronn. Auch von dort wird man sich gemeinsam vernetzen können. Ja, Sie sind jetzt hier, Sie haben es schon auf die Plattform geschafft. Trotzdem möchte ich Ihnen jetzt ein paar Hinweise geben, wie Sie die Plattform auch noch nutzen können, wenn Sie sich vielleicht schon so ein bisschen umgeschaut haben. Es gibt eine Social Wall, wo Sie jetzt schon vielleicht posten können, wie Sie das Festival nutzen, wie Sie es erleben, was Sie auch mitteilen wollen über Ihre Situation. Sie können mit Menschen in Kontakt treten, sich vernetzen über Chats, über Videocalls, Leute anschreiben. Es gibt nach den meisten digitalen Talks auch Netzwerktische, wo Sie zusammenkommen können. All das sind Möglichkeiten, die Sie jetzt in den kommenden 3 Tagen mal so ein bisschen erkunden können. Sie können sich umschauen und die Partner des Festivals auf dem virtuellen Marktplatz sich anschauen. Es gibt auch künstlerische Auseinandersetzungen mit dem Thema im Creative Space. Da kann man in so eine 3D-Welt eintauchen. All das macht Spaß. Und ganz wichtig auch für Sie zu wissen, die Veranstaltungen werden auch on demand nachher abrufbar sein. Alles, was auf den Präsenzbühnen ist am nächsten Tag, alles, was auf den digitalen Stages ist, tatsächlich in kurzer Zeit danach. Und wir sind für Sie da. Es gibt einen Hilfe-Button auf der Plattform, wenn irgendwas schief läuft, einfach schreiben. Wir melden uns tatsächlich in relativ kurzer Zeit. Ja, das Festival hier wird organisiert vom Hochschulforum Digitalisierung und der Stiftung Innovation in der Hochschullehre und unterstützt wird es vom Stifterband. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt Vertreter hier haben der Organisatoren. Und zwar begrüße ich ganz herzlich Oliver Janoschka und Conny Raue. Ich gehe mal in die Mitte. Genau. Ja, Oliver Janoschka, warum veranstaltet ihr das Festival? Erzähl mal.
Ja, also erstmal, ich freue mich riesig, dass wir heute hier zusammenkommen, sowohl vor Ort, aber eben auch virtuell bis in die ganze Welt hinein. Wir haben lange darauf hingearbeitet und wenn ich an das Festival denke, so warum, dann gehe ich im Grunde genommen 10 Jahre zurück, weil wir damals die Idee hatten für dieses Forum. Wir haben gesagt, es braucht eigentlich eine Verständigung über die digitale Transformation. Damals gab es das Phänomen der MOOCs, ja, Massive Open Online Kurse. Braucht es noch die Hochschulen? Wie gelingt digitale Transformation? Und da war das BMBF in einem Panel und wir haben gesagt, ja, wichtig ist nicht nur darüber zu sprechen, sondern mit den Hochschulen einen Weg zu finden, wie man das eigentlich in Kollaboration bewegen kann. Das war so die Geburtsstunde des Hochschulforums. Gibt es seit 2014. Dann haben wir in verschiedenen Formaten und Instrumenten daran gearbeitet, Veröffentlichungen und ganz viel eben jetzt über die Jahre gemacht. Aber was eben wichtig aus unserer Überzeugung war, dass wir sagen, es braucht auch die Bühne. Es braucht auch die Gelegenheit, wo man mal zeigen kann, was man da eigentlich macht. Da haben wir dann Themenwochen, haben wir es genannt, veranstaltet. Für die Hochschulleitung einen Tag, für die Studierenden einen Tag. Und irgendwann war dann klar, das ist vielleicht auch noch nicht so ganz die Idee, wie man das zusammen bewegen kann. Und dann war eben das Festival so ein Gedanke zu sagen, wir wollen eine große Bühne haben, wo eben alle sich mit einbringen können. Das Festival hat erstmalig 2020 dann stattgefunden in einer besonderen Zeit, aber im Grunde genommen diese Kollaboration auch mit Partnern zu bewegen, du hast es gesagt, wir haben über 40 Netzwerke, Partnerorganisationen, die das mit unterstützen und ich freue mich ganz besonders, dass ihr hier mit dabei seid als Stiftung für Innovation in der Hochschullehre, ist das eben auch eine tolle Partnerschaft, die wir hier heute hier auf die Bühne bringen können. Genau, da würde ich direkt mal anschließen. Ihr seid ja jetzt zum zweiten Mal dabei. Wie kommt es dazu? Wieso unterstützt ihr das Festival? Na, weil es uns jetzt gibt. Seit 2020 sind wir gegründet worden und dann war natürlich schon gleich Aktivität im Raum. Die Digitalisierung musste vorangetrieben werden, vor allen Dingen wegen der Pandemie. Und als wir das erste Mal hier waren, hatten wir schon den allerersten Call auf den Weg gebracht und konnten auch unsere Projekte hier an der Stelle schon präsentieren, die jetzt auch wieder da sind, aber natürlich an einem ganz anderen, fortgeschrittenen sozusagen Stadium, was Sie hier zeigen können. Ja, wir sind gegründet seit 2 Jahren und haben von Anfang an nicht nur aufgebaut, sondern gleich Förderung auf den Weg gebracht. Sind darauf sehr stolz, dass wir auch das Geld, was uns seitens des Bundes zur Verfügung gestellt wird, voll ausgeben konnten und an den Hochschulen zur Verfügung stellen konnten. Und eine Kooperation mit dem Hochschulforum für Digitalisierung lag einfach auf der Hand. Also wir müssen einfach zusammenarbeiten. Es, wie du schon sagtest am Anfang, also der Weg in die Zukunft führt über die Lehre. Wir sind dafür da, die Erneuerungsfähigkeit für die Hochschullehre sicherzustellen durch unsere Institution und machen das auf ganz unterschiedlichen Wegen, also mit verschiedenen Programmformaten, mit Austausch und Vernetzung. Und ja, und dass wir da Kooperationspartner, nicht nur das HFD, auch viele andere, die mit OER-Plattformen arbeiten und Stiftungen zusammenarbeiten, das ist völlig klar. Und das habe ich jetzt vergessen, aber ich möchte natürlich auch von der STIL einen freundlichen Gruß in die Republik schicken und wir freuen uns, dass wir dabei sein können und haben das intensiv mit vorbereitet und sind total überrascht, auch über die Nachfrage hier präsentieren zu können und ja, sind ganz gespannt auf dieses nochmal hybridere Format, als wir es so schon kannten. Das sind wir alle tatsächlich. Du hast es erwähnt, ihr seid relativ neu jetzt noch dabei und die Kooperation ist wichtig. Ihr seid ja auch so ein bisschen anders aufgestellt als STIL. Das ist ja die Abkürzung, die man sagen darf, Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Welche Perspektive bringt ihr denn nochmal ein? Fördern mit STIL ist sozusagen für uns eben nicht nur Fördern von Projekten, nicht nur Geld geben, sondern der Mehrwert unserer Stiftung besteht eben darin, dass wir die Projekte unterstützen, miteinander vernetzen, vor allen Dingen deren Ergebnisse systematisieren, miteinander in Beziehung setzen wollen. Das sind sehr große Aufträge, die wir da mitbekommen haben. Ich glaube, es sind sozusagen Erkenntnisse aus der Vergangenheit. Der Qualitätspakt Lehre war eine erfolgreiche Maßnahme des Bundesministeriums. Allerdings sozusagen Geld steuert nur begrenzt.
die Dinge müssen auch nachhaltig verankert werden und darin sehen wir einen ganz besonderen Auftrag. Und das merken wir auch schon, dass wenn wir die Projekte in verschiedenen Weiterbildungs- und Flankierungsmaßnahmen zusammenbringen, dass dort sozusagen die Wirksamkeit verstärkt wird, die Projekte sich skalieren, eine größere Reichweite erreicht wird. Ich glaube, dieses Zusammenspiel nicht nur zu fördern, sondern auch zu vernetzen und das Wissen zu systematisieren darüber in dem Feld Lehre und Lehre überhaupt als nochmal ein Feld zu etablieren in vielen verschiedenen Bereichen, dem Auswahlverfahren als Wissenschaftsfeld, daran sehen wir unsere Aufgabe. Ja, und das kann auch für das Festival einfach von großer Bedeutung sein. Das hoffen wir. Ja. Wir zeigen ja auch ein bisschen was dazu. Genau, du sagst es schon, die Steel State, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, wo man ein bisschen was sehen kann von euch. Ich würde jetzt aber gerne nochmal, Oliver, auf dieses Motto zu sprechen kommen. Ich habe es eben ganz kurz schon angeteasert, Heads up. Aber ich glaube, ihr hattet da noch so ein paar andere Gedanken, als einfach nur gucken, was fliegt da rum, ne? Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon mal, dass du eine dritte Variante mit eingebracht hast. Der Baseball war tatsächlich nicht federführend im Kopf, aber wir haben mit dem Team überlegt, was passt denn eigentlich in so einer knackigen Zeitgeistform, was uns auch in der Hinsicht mehrere Möglichkeiten gibt. Und da sind so zwei Dinge mit im Sinn gewesen, die wir dann auch mit der Community besprochen haben. Also einmal als Anspruch, Heads up, ja, wenn man sich so vorstellt, im Tagtäglichen habe ich so meine Gegenwart, meine Aufgaben und habe gar nicht die Möglichkeit, mal so drüber zu gucken, was ist denn eigentlich im Feld gerade los, was passiert, wie du es gesagt hast, in den nächsten Jahren und wie können wir uns dafür auch wappnen, wie können wir uns damit auseinandersetzen. Also wir werden in diesen Tagen mit ChatGPT, keine Überraschung, eine ganze Menge an Auseinandersetzungen haben, was eben auch die Zeit in den nächsten Jahren mit prägen wird. Und diese Möglichkeit, den Kopf mal hochzuheben und sich das anzuschauen aus einer anderen Perspektive, das ist so ein Element. Aber ein zweites ist eben auch die Haltung. Also zu sagen, wir wollen was Neues wagen, wir sind vielleicht auch nicht in der Angststarre, sondern wir schaffen es, ob mit Deutschlandgeschwindigkeit, muss man hier mal sehen, aber dass wir eben durchaus in der Fähigkeit stehen wollen, uns mit dieser Zukunft so auseinanderzusetzen, dass sie uns nicht zurückweichen lässt, sondern in einer produktiven Gestaltungsfähigkeit, damit dann auch Zukunftsfähigkeit. Ich meine, das University Future Festival steht eben auch dafür, dass das System in der Lage ist, mit den Zukünften klarzukommen und sie sichtbar zu machen. Und insofern ist das auch in der Haltung, glaube ich, in dem Heads up mit drin. Und vielleicht auch so ein bisschen Kopf hoch, so im Sinne von Wirtschaft? Ja, also natürlich kann man sagen, mit den Krisen der Gegenwart und die Taktzahl, wenn man die letzten 3 Jahre mal als im Maßstab nimmt, die ist irre. Da macht es natürlich auch Sinn zu sagen, du hältst deinen Kopf hoch und machst weiter. Das verteilt sich in den Hochschulen ja auch unterschiedlich, wer eigentlich jetzt zum Beispiel mit der digitalen Transformation beschäftigt ist. Aber dass man in dem Sinne sagt, wir stecken den Kopf nicht in den Sand, sondern wir heben ihn hoch und machen zusammen weiter, das steckt sicher auch in dem Motto mit drin. Jetzt habt ihr euch ja für das hybride Format in diesem Jahr entschieden, ein besonderes hybrides. Ich hatte es auch schon angekündigt. Wieso die Entscheidung für das Format? Also ich gehe auch noch mal 3 Jahre kurz zurück. 2020 standen wir im Februar da und hatten gesagt, wir nehmen die Kulturbrauerei als Präsenz-Festivalort. Ja, und 2 Wochen später war das dann Schnee von vorgestern. Das heißt, die Frage, wie kriegt man jetzt eigentlich ein Festival hin, stand irgendwie völlig ungewiss im Raum. Wir haben gesagt, wir wollen und wir können daraus trotzdem was schaffen und haben praktisch 2020 ein virtuelles Festival gemacht. Und dann gab es letztes Jahr eine Studie, die wir veröffentlicht haben, die ist auch ganz lesenswert, Blended University ist so das Schlagwort. Und die Idee dahinter, wie kriegt man das eigentlich hin, dass man auf der einen Seite den Präsenzraum nutzt und sagt, in Interaktion können wir in einer anderen Begegnungstiefe uns zusammen organisieren in einem Hochschulsetting. Und auf der anderen Seite haben wir aber die Digitalität und wir haben die Gesellschaft, die sich auch in einer ganz anderen Geschwindigkeit mit solchen technologischen Fragen und Entwicklungsprozessen beschäftigt. Und das zusammenzubringen, drückt sich in dem Festival-Hybrid-Anspruch aus, dass wir sagen, es gibt an 3 Standorten die Präsenz. Wir wollen hier mit euch, mit Ihnen in den Austausch, aber wir nutzen auch die Flexibilität des Virtuellen. Die ganzen Einreichungen sind markiert worden. Wir rechnen mit über 5000 Leuten. Dass es also möglich ist, an den 3 Tagen auch aus aller Welt bis nach Australien daran teilzunehmen, das ist eine besondere Chance.
Und das Beste dieser beiden Welten im Hybriden ist unser Experiment. Wir sind gespannt darauf, freuen uns, dass da so viele mitwirken. Und in dem Sinne werden wir mit der Community sehen, wie wir es weiterentwickeln können. Das wird wirklich spannend. Conny, eure Stiftung ist ja auch Geldgeberin. Welche Bedeutung hat denn oder welchen Stellenwert hat diese Vernetzung in solchen Formaten wie diese, über die wir jetzt gerade gesprochen haben? Ich habe das ja schon gesagt, also Vernetzung und Austausch ist ein Auftrag. Der steht einfach in der Satzung und auch in der Verwaltungsvereinbarung, was im Übrigen ein sehr mutiger Schritt damals der Politik war. Also so eine weitgehende Verwaltungsvereinbarung für die Gründung einer solchen Organisation zu ermöglichen. Und Vernetzung, das ist eine Idee, die auch die Töpferstiftung schon mitgebracht hat, die damals diesen Pitch gewonnen hat, dass diejenigen, die sich für die Lehre engagieren, miteinander in einen vielleicht manchmal auch machtfreien Raum in Austausch kommen können, um ihre Projekte weiterzuentwickeln. Und das, was wir dazu jetzt bereits schon angestoßen haben, also wenn wir einige Testimonials und Teilnehmer dazu befragen, hat das einen enorm hohen Mehrwert, außerhalb der Hochschule mit anderen Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen, auch über die eigenen Hürden, auch über das System Hochschule, wie funktioniert das eigentlich? Und im Grunde genommen sind wir da ein Verstärker. Mit dieser Art von Vernetzung verstärken wir und stärken wir auch den Projekt durchführenden, den Rücken. Mhm. Also ist ein Aspekt. Mhm. Die Projekte, da seid ihr jetzt auch so weit, dass ihr ein bisschen was drüber erzählen wollt. Deswegen ja tatsächlich auch eine eigene Stage, die Steel Stage. Mhm. Wie kam es dazu? Was können wir da erleben? Was können wir alles erleben? Also ich kann sagen, es ist wirklich eine enorme Vielfalt. Also das ist, da unsere Förderung ja nicht thematisch fokussiert ist, sondern wir sagen, wir geben Förderung für Innovation in jeder Hinsicht, also um Digitalisierung zu fördern oder überhaupt experimentieren zu können, wie zum Beispiel in unserer Förderlinie Freiraum. Ist das wirklich alles? Also es gibt irgendwie Double-Degree-Programme zwischen Kanada und Deutschland. Es gibt studentisch geführte Projekte, die die Lehrenden beraten. Es gibt jetzt von der STEEL, das wollte ich noch, es gibt auch sozusagen unsere Bemühungen, uns mit den Projekten systematisch zu befassen. Da gibt es einen digitalen Talk zwischen Ivo van den Berg und Elke Bosse, die Dinge unter die Lupe zu nehmen, nach Kategorien einzuordnen, um das dann auch wieder aufbereiten zu können. Und dann auch noch meine Kollegin Evelyn Korn, die auch das Feld der wissenschaftlichen Begutachtung, also wie kommen wir eigentlich zu guten Projekten, zu guter begründeter Auswahl, legitimierter Auswahl im Wissenschaftssystem, ist ja ein Thema. Und bei Lehre gibt es ja keine explizite, also gibt es ja keine Fachcommunity. Also ob man ein Medizinprojekt fördert und ob das nur ein Mediziner beurteilen kann oder ein Hochschuldidaktiker, da sind wir gerade noch am Arbeiten und dazu gibt es einen interessanten Talk mit Experten, Herrn Schmidt und Frau Korn. Okay, wir steigen schon voll ein in den Inhalt. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuklicken in die Steel Stage. Das ganze Programm ist ja online. Ich nehme an, Sie haben sich da schon so ein bisschen schlau gemacht, aber gucken Sie gerne nochmal, was alles so anliegt. Vielen Dank an euch beide, dass ihr uns so ein bisschen eingestimmt habt heute. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz erwähnen, der Stifterverband, der unterstützt das Festival ja erstmalig auch. Und ich freue mich sehr, dass Andrea Frank vom Stifterverband heute die Rolle übernehmen wird, uns so ein bisschen noch inhaltlich einzustimmen auf das Festival. Erstmal vielen Dank euch beiden und herzlich willkommen, Andrea Frank. Ja, vielen Dank, Nina, für die freundliche Einführung. Vielen Dank auch an Oliver und Cornelia Raue schon mal für dieses erste Heranführen, was uns erwartet und die Begeisterung, die, und das ist ein bisschen skurril in diesen, glaube ich, hybriden Formaten, hier im Raum sind Menschen, zum Glück sind jetzt Menschen hier, aber die Begeisterung müssen wir auch ein bisschen in diesem Raum aus uns selber herausholen. Und ich freue mich, hier nochmal kurz einen Blick zu werfen, warum aus unserer Sicht vielleicht so ein Festival auch nochmal wirklich einen Unterschied machen kann. Ich freue mich auch, weil wir nicht nur als Förderer hier sind, als Konsortialpartner auch im Hochschulforum Digitalisierung, sondern weil der Stifterverband im Prinzip seit über einem Jahrzehnt das Thema exzellente Lehre, das war so unser Motto, in den Blick genommen hat. Und wenn man heute die Debatten sieht, dann kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, dass man vor 10 Jahren überhaupt darüber geredet hat, Lehre sichtbar zu machen in der Hochschulentwicklung. Und ich freue mich sehr, dass mit der STEEL jetzt auch sozusagen dieser Fördergedanken und eine dauerhafte Weiterentwicklung von Lehre eine institutionelle Heimat gefunden hat. Ich glaube, das ist eine total wichtige Erfolgsvoraussetzung auch, damit wir dieses Thema nicht mehr abschütteln können. Gleichzeitig, und das bringt mich zum University Future Festival,
braucht es, glaube ich, aber auch Dinge für Veränderungen, die sehr, sehr schön deutlich werden in diesem Format oder in diesen nächsten 3 Tagen. Es braucht sozusagen eine Community oder ein Ökosystem, würde ich vielleicht sogar sagen, also Menschen, die gemeinsam auch was zum Wachsen bringen, mit all jenen, die sich dafür engagieren, unser Hochschulsystem weiterzuentwickeln und, wie das OFIS selber über sich sagt, die Zukunft der akademischen Bildung weiterzudenken. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Motto. Und die Menschen, die hier sind, digital, auf der Mainstage, in den verschiedenen regionalen Bühnen, sind Vordenkerinnen und Visionäre für das Hochschulsystem national und international. Wir haben Menschen, die Entscheidungen treffen in den Hochschulen, in der Politik. Wir haben Studierende, die innovative Ideen einbringen. Und wir haben aber vor allem, das hat Cornelia Rauer auch eben schon so ein bisschen angedeutet, so die Menschen im Maschinenraum, die Neues ausprobieren, die Projekte umsetzen, die damit auch immer ganz konkret versuchen, Überzeugungen über Bord zu werfen und laufende Dinge zu hinterfragen. Und das führt iterativ, vielleicht noch viel zu selten disruptiv, das wäre meine Überzeugung, zu wirklich einer kontinuierlichen Veränderung, wie Lernen und Lehren an Hochschulen stattfindet. Ich glaube, und das ist meine feste Überzeugung, erst dieses Zusammenspiel in einer Community bringt dann auch eine Veränderung in einem, wie ich finde, sehr stark regulierten System, wie das Hochschulsystem bei uns. Und das bringt mich auch nochmal zum Stifterverband. Uns ist wichtig, nicht parallel Universen aufzubauen, sondern eben in diesem System langfristig Veränderungen anzustoßen. Das dauert, das braucht viele, das sieht man ja auch auf dem UF, aber ich glaube, am Ende werden wir nicht nur Begeisterung mitnehmen, sondern hoffentlich auch viele Handlungsimpulse und nicht nur sozusagen Denkimpulse. Ich glaube, das Kernthema vom Hochschulforum Digitalisierung, nämlich wie gestalten wir die digitale Transformation, ist Herausforderung für die Zukunft der akademischen Bildung, aber gleichzeitig auch Treiber. Und ich finde, das zeigt sich auch in dem Programm. Was erwartet uns also? Und das bringt mich schon so ein bisschen auf den Ausblick. Debatten über was sein kann, also über die Zukunft der Lehre, Inspiration durch gute Praxis, das hat Cornelia Raue schon stark gemacht, aber eben auch Mikrofortbildung, also auch die Möglichkeit, sich selber als Teilnehmerin und Teilnehmer weiterzuentwickeln. Und natürlich ein Festivalerlebnis auf so einer Mainstage, digital, aber eben auch in Heilbronn und Bochum an den verschiedenen Orten. Ich würde gerne zum Abschluss so 3 Aspekte aufgreifen, die ich spannend finde in dem Programm. Das erste ist das Thema, es gibt viele, viele Dinge, aber es ist jetzt so ein bisschen meine subjektive Auswahl, wenn ich das darf in dieser Rolle. Es gibt eine hohe Aktualität. Oliver hat es gerade angedeutet, also die Frage von KI, ChatGPT oder auch Large Language Models ist sozusagen in aller Munde und überall auf dem Festival. Und ich freue mich, das ist jetzt auch nur eine Auswahl, aber ich freue mich einerseits, dass so Begleiter der letzten Monate, die uns Orientierung gegeben haben in der Debatte, wie Doris Wessels und Christian Spandang, ich bin großer Fan mittlerweile von den beiden, hier sind und auch nochmal ihre Perspektive nach diesen Monaten geben, aber auch eben Akteure wie der CEO von Aleph Alpha, der sozusagen aus der Unternehmensperspektive das Thema KI in Europa weitertreibt. Also die Aktualität finde ich spannend. Die Studierendenbeteiligung ist mir nochmal wichtig, weil das, glaube ich, auch für das Hochschulforum Digitalisierung ein bisschen ein Markenmerkmal ist, immer wieder zu versuchen, auch Studierende in die Debatte einzubringen, die innovativen Ideen aufzugreifen. 10% der Beiträge kommt von Studierenden bei dem Festival. Und ich glaube, das ist auch großartig. Und der 3. Punkt ist der Spaß. Ich glaube, den Spaß, den hast du schon so ein bisschen angedeutet. Also angefangen von dem Creative Space, den es im digitalen Raum gibt, über Präsenzabendveranstaltungen wie das Peer-to-Peer hier in Berlin bis hin zu so einer Art digitalen Speed-Dating, glaube ich, hat man auch die Möglichkeit, wenn man sozusagen Lust hat, auch nicht nur am Schreibtisch zu konsumieren, sondern eben auch mitzumachen in so einer interaktiven digitalen Welt, sich wirklich auszutoben in den nächsten 3 Tagen. Und ich hoffe, dass wir aus diesen Formaten auch Erfahrung sammeln, die wir für die Zukunft von Veranstaltungen nutzen können und sozusagen das Erlebnis von digitalen Veranstaltungen nochmal bereichern. Ja, das bringt mich zu einem Punkt, der passiert immer am Ende, aber mir ist es wichtig, das einmal am Anfang zu sagen. Ich glaube, es gibt Menschen, die jetzt hinter den Kulissen, das Festivalteam, aber auch natürlich die Partnerorganisation, lange daran gearbeitet haben, dass das jetzt gut wird.
Und ich würde gern stellvertretend Sebastian Horndasch und Lavinia Hösch beim Stifterverband dafür danken und dem ganzen Team rundherum, aber auch Track-Jury, Vorsitzenden, Jurorinnen und Juroren, die mitgeholfen haben, das Programm zu gestalten. Und last but not least allen Menschen, die sich jetzt einbringen, auch über die 3 Tage mit ihren Beiträgen in Workshops, in Lightning Talks etc. Ich glaube, ich hoffe, dass es ganz, ganz, ganz super alles abläuft. Aber wenn nicht, glaube ich, dann wissen wir jetzt schon mal, dass diese Menschen sich engagieren hinter der Kulisse. Und ganz, ganz herzlichen Dank dafür, weil das geht über das raus, was normalerweise auch möglich ist. Insofern komme ich zum Schluss. Ich hoffe, dass ihr und ich und wir alle viele Handlungsimpulse mitnehmen und dass wir dann in der Lage sind, jeder und jede in seinem eigenen Wirkungsbereich Dinge anders zu machen nach dem Festival. Das wäre mein Wunsch und insofern wünsche ich viel Spaß und bin gespannt, was die Tage uns bringen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Andrea. Und bei uns geht es jetzt gleich weiter tatsächlich mit der ersten Keynote, so ungefähr in 5 Minuten. Wir würden jetzt gleich eine kleine Pause machen. Aber ich möchte noch mal gerne in die Welt rausschicken, dass das Festival nur davon lebt, dass Sie sich auch einbringen, dass Sie mitmachen. Wir haben bei jeder Keynote die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ganz einfach in dem Chat der jeweiligen Veranstaltung. Und das wäre jetzt meine Ermunterung, dass wir wirklich auch alle gemeinsam in den Austausch kommen, ganz egal, wo Sie sind, dass wir uns hier einfach vernetzen. Und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause und ich freue mich gleich hier auf der Mainstage, wenn Sie Lust haben, dass Sie wieder dabei sind. Klicken Sie sich rein. Wir machen gleich weiter mit Neil Selwyn, 9:35 Uhr. Bis gleich.